Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Im folgenden Video analysiere ich die Partie, die ich gegen meine Community im Dezember 2020 gespielt habe. Viele von euch haben über die gesamte Weihnachtszeit gegen mich diese Community-Partie gespielt und per Kommentar eure Zugvorschläge abgegeben, euren Zugvorschlag abgegeben. Und jetzt analysiere ich die Partie in dem folgenden Video nochmal ausführlich und gehe nochmal auf die wichtigsten Varianten ein. Ich hatte Weiß, begann die Partie mit E4. Ich meine, dass die Partie Remis ausgegangen ist, das kann ich ruhig zeigen, weil ich denke, die meisten von euch wissen das inzwischen. Viele haben natürlich auch die Videos gesehen, die ich täglich gepostet habe, veröffentlicht habe. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5. Und jetzt wählte ich hier B4, das Evans Gambit. Ich muss dazu sagen, ich habe das Evans Gambit in der Vergangenheit äußerst selten gespielt. Ich habe nur eine Turnierpartie bisher gehabt in meiner Karriere, wo ich das Evans Gambit gespielt habe. Jetzt war es allerdings so, dass 2 Wochen vor der Community-Partie ich ein längeres Video gemacht habe für meinen Patreon-Kanal. Ich bin ja auf Patreon, dort habe ich eine Seite. Patreon ist eine Plattform, für die, die es nicht wissen, wo Künstler oder Content-Creator, ich ziehe mich eher zu denjenigen, die ich würde mich als Content Creator bezeichnen, unterstützen können auf dieser Plattform. Ne? Und dort hatte ich halt einen Patreon, so nennt man diese Leute, die Künstler unterstützen, der sich Evans Gambit gewünscht hat. Ja, er unterstützt mich mit einem höheren Beitrag und habe ich für ihn halt Evans Gambit ausführlich analysiert. Also habe ich mich entschieden für die Community-Partie, okay, dann spiele ich jetzt auch mal Evans Gambit. Was ich ja normalerweise gar nicht so drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Gut, jetzt kenne ich aber die wichtigsten Varianten und habe auch sukzessive danach in den Wochen im Dezember sehr viel Evans Gambit gespielt, auch in den Streams. Und ich werde 2 Partien noch hier im Video noch zusätzlich erwähnen. Läufer schlägt B4. Die Annahme des Gambits ist super logisch, warum nicht? Den Bauern nehmen, das ist der logische Zug. C3. Die Idee von Weiß ist, ganz schnell ein starkes Zentrum aufzubauen mit C3 und D4 und mit Zeitgewinn das Ganze natürlich zu spielen. Es gibt hier zwei Hauptzüge, entweder den Rückzug nach E7 oder den Rückzug nach A5 für den Läufer. Ich muss sagen, also ihr habt Läufer A5 gespielt und ich muss sagen, auch in den meisten Partien, die ich gespielt habe, es wird fast immer Läufer A5 gespielt. Im Blitzen und auch Beth Harmon zum Beispiel spielt da auch gegen mich. Läufer A5, komme ich später noch zu. Ich denke aber, deutlich sicherer ist Läufer E7, der Rückzug nach E7. Nach D4 muss man eigentlich hier nicht wahnsinnig viel wissen. Springer A5 ist hier der wichtige Zug, mit dem man den Läufer auf C4 attackiert und ihn von diesem schönen Posten verdrängt. In der Regel gibt Schwarz, also in einer der Varianten gibt Schwarz seinen Bauern wieder, in anderen Varianten bekommt Weiß so ein bisschen Kompensation, weil er etwas besser entwickelt ist. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist das eine sehr, sehr solide Variante für Schwarz. Gut, ihr habt aber Läufer A5 gewählt. Ich spielte D4, besetze natürlich das Zentrum mit einem zweiten Bauern. Hier gibt es 2 Hauptzüge. A, E schlicht D4. Das habt ihr aber nicht gespielt. Das war auch ziemlich knapp, ehrlich gesagt. 180 Leute wollten D6 spielen, was letztendlich gespielt wurde hier. Und knapp 150 Leute wollten E-Schlicht D4 spielen, also ganz knapp. Ich hätte hier mit Rochade fortgesetzt. Und die Partie gegen Beth Harmon, die ich gespielt habe, auf chess.com, das ist ja der Bot, in der ging es weiter mit D6, C-Schlicht D4. Das ist hier die sogenannte Normalstellung des Evans Gambit. Weiß hat einen Bauern weniger, hat aber schöne Kompensation durch das Zentrum hier. Gegen Beth Harmon, den Bot auf chess.com, habe ich eine sehr schöne Partie gespielt. Und das Video könnt ihr euch gerne anschauen. Da habe ich ein Video zu veröffentlicht. Ne? Ja. Ihr habt aber D6 gespielt. Das ist hier aus meiner Sicht auch der sichere Zug. Das Zentrum zu stützen hier. Ne? Nicht die Stellung zu öffnen. Ist auch etwas unlogisch, das Zentrum zu öffnen, weil Weiß hat ja einen Bauern geopfert und würde sich freuen, wenn er mit seinem etwas besseren Einfluss im Zentrum und seinem leichten Entwicklungsvorsprung gleich eine Initiative entfalten kann. Und dazu ist es vorteilhaft,
Dafür ist es vorteilhaft, wenn das Zentrum geöffnet ist. Nach D6 setzte ich fort mit Dame B3. Das ist der Hauptzug. Greift den Bauern F7 an. Hier gibt es zwei Züge. Dame D7. Dame E7 kann man aber auch erstaunlicherweise spielen. Aber fast alle Welt und auch ihr habt jetzt Dame D7 gespielt. Dame D7 deckt den Bauern auf. F7. Ist logisch. So, ich wählte jetzt hier Rochade. Warum wählte ich Rochade? Ganz einfach. Man kann ja auch D schlicht E5 spielen, das ist der alte Hauptzug hier, aber das führt zu einer total ausgeglichenen Stellung, beziehungsweise zu einer Stellung, bei der ich lieber sogar mit Schwarz spielen würde. Und zwar nach Läufer B6, das ist hier der wichtige Zug. Und ganz, ganz typisch, dieser Zug Läufer B6, macht das Feld frei A5 für den Springer, um die Dame und den Läufer zu attackieren. Es gibt ja eine hochklassige Partie zwischen Hikaru Nakamura und Vishwanathan Anand aus dem Jahr 2014, eine klassische Partie in London gespielt. In der ging es weiter mit A4, Springer A5, Dame A2. Schwarz bekommt jetzt diesen Läufer, Springer E7. Und hier habe ich für den Patreon-Beitrag zum Beispiel, für dieses Video, was ich gemacht habe, A5 analysiert. Läufer C5, E schlicht D6, C schlicht D6. Und also hier würde ich fast schon lieber mit Schwarz spielen, wenn ich ehrlich bin. Schwarz hat ein Läuferpaar. Beide Seiten haben Bauernschwächen. Gut, Weiß hat einen vorgepreschten Bauern hier. Ich meine, die Stellung ist objektiv ausgeglichen. Ja? Aber ich kann ehrlich gesagt der Stellung mit Weiß nicht besonders viel abgewinnen. Das ist einer der Gründe, warum ich hier Rochade gespielt habe. Ich hatte das natürlich vorher analysiert und wusste halt, auf was hier kommt. Kurze Rochade. Auch hier ganz wichtig, die Idee Läufer B6 habt ihr auch gespielt mit der Idee Springer A5, um Dame und Läufer zu attackieren. Schlecht ist übrigens Springer F6 hier, wenn man sich normal weiterentwickelt, weil Weiß dann auf E5 nehmen kann. Und dann hat Schwarz schon Probleme hier, wenn er die Stellung öffnet, kommen meine Figuren sehr stark zur Geltung hier. Ne? Läufer A3, Turm D1 sind gefährliche Züge, ne? Wenn sich Diagonalen öffnen und Linien öffnen. Und nach Springer schlicht E4 kommt Turm E1, sieht auch nicht viel besser aus. Also die hat Weiß eine ernstzunehmende Initiative halt. Der beste Zug Läufer B6 erstmal. Sieht ein bisschen komisch aus, weil Schwarz die Entwicklung vernachlässigt, aber diese Idee Springer A5 ist halt unheimlich stark für Schwarz, weil Weiß dann diesen starken Läufer abgeben muss. Ich habe fortgesetzt mit Springer BD2. Setze hier voll auf Entwicklung, ne, bringe meine Figuren ins Spiel. Auch wenn ich den weißfeldrigen Läufer dafür abgeben muss. Springer A5 natürlich, ja. Dame C2. Das ist jetzt hier eine interessante Stellung. Im Fernschach gibt es hier einige Partien zu dieser Stellung. Was ihr gespielt habt, denke ich, ist das Beste. Springer schlicht C4. Zumindest aus praktischer Sicht, weil es die Stellung vereinfacht. Im Fernschach wurde hier auch F6 zum Beispiel gespielt, ne, womit man das Zentrum komplett stützt. Hier ist aber A4 sehr stark, finde ich, mit der Idee Läufer A3, Springer A7, Läufer A2 erstmal zurück, Springer EC6, Läufer A3. Also diese Stellung wurde zum Beispiel im Fernschach mehrmals gespielt. Sieht aber erstmal ein bisschen komisch aus, finde ich, aus rein menschlicher Sicht, over the board so fortzusetzen. Der Läufer hier sehr stark, guckt in die Stellung rein, verhindert die Rochade. Die Läufer sind sowieso sehr schön postiert und Weiß hat definitiv Kompensation für den geopferten Bauern. Nein, also Springer schlicht C4 finde ich super logisch. Ne? Springer schlicht C4. Und hier findet ihr auch mit Abstand den stärksten Zug. Ich hatte ungefähr 300 Leute, die konstant gespielt haben, ne? Plus, minus 30, 40 Leute. Ne? Und ich glaube, viele von euch haben sich sehr intensiv mit der Stellung auseinandergesetzt. Und habt die besten Züge gefunden. Hier setzt ihr fort mit Dame C6. Das ist auch der beste Zug, weil er den Springer angreift. Die Dame greift den Springer an und zwingt mich direkt, diesen Springer zu tauschen. Bei anderen Zügen bekomme ich Initiative hier mit Weiß. Und zwar bei Springer E7 kommt A4 und droht A5 mit Läufergewinn. Und hier kommt wieder diese Idee, sobald ich auf E5 schlage, hier, und der D-Bauer zurückschlägt, kommt der Läufer nach A3 mit ganz großer Wirkung hier in die Richtung. Das ist ein typisches Motiv hier im Evans Gambit. Ne? Statt Springer E7, Springer F6 zum Beispiel ist noch schlechter, wegen D schlicht E5, Springer F schlicht E5, greift die Dame an.
Alles mit Tempo, der Läufer kommt nach A3 oder vielleicht A4, A5 sogar. Nee, ich glaube aber Läufer A3. Und Schwarz hat Probleme, so ohne weiteres zu rochieren. Ja, ne? Und der König ist halt in der Mitte. Sehr unangenehm. Nee, Dame C6 ist ein starker Zug. Zwingt mich zu einer Entscheidung mit dem Springer. Ich nehme auf B6 den Läufer. Hier ist es jetzt sehr logisch, mit dem A-Bauern zu nehmen. Das habt ihr auch gemacht in der großen Mehrheit. Warum? Weil es die A-Linie für den Turm öffnet. Ja, super logisch. Okay, ich möchte meinen Bauern wieder haben. Schlage jetzt auf E5. Ihr schlagt wieder. Auch logisch. Ich nehme mit dem Springer. Greife die Dame an. So, und hier zu dieser Stellung gibt es kaum noch Vorgänger. Ich hatte aber eine Partie für meinen Patreon-Beitrag analysiert zwischen zwei russischen Großmeistern. Kommen wir später nochmal zu. Und deswegen kannte ich die Stellung auch noch. Die schwarze Dame hat tatsächlich ja einige Felder. Ne? Und das, ich dachte eventuell, vielleicht nehmt ihr jetzt ein falsches Feld in der Mehrheit. Aber nein, ihr habt das beste Feld gefunden. Wobei, es gibt hier wahrscheinlich zwei, drei gleichwertige Züge. Dame A4 habt ihr gespielt. Das finde ich ist der logische Zug, weil es die Dame angreift, meine Dame. Und ja, Damentausch möchte ich hier nicht spielen und deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall die Dame wiederziehen. Interessanterweise hatte ich noch eine Partie gegen einen meiner Schüler, der allerdings auch schon auf einem relativ guten Niveau spielt. Eine Schnellschachpartie auf Lee Chess mit 10 Minuten plus 5 Sekunden, die ich gespielt habe. Da hat er Dame B5 gespielt hier. Hat meinen Springer angegriffen. Der Zug ist auch spielbar, hatte ich analysiert. Stockfisch würde gerne den Springer nach F3 zurückziehen. Ich spiele dabei in der Schnellschachpartie Springer D3. Und diese Partie möchte ich euch zeigen, weil die ist mir ganz gut gelungen. Läufer E6, Springer F4, Läufer C4, Turm E1, Springer E7. Sieht logisch aus, was der Schwarze hier macht. Der beste Zug hier wahrscheinlich ist lange Rochade, um den König am Damenflügel in Sicherheit zu bringen und vor allen Dingen auch, um aus der Mitte zu verschwinden mit dem König. Der Unterschied ist, dass nach Springer E7 hier hat Weiß einen sehr starken Zug. Und hier möchte ich, dass ihr das Video pausiert und nachdenkt. Was würdet ihr hier mit Weiß spielen? Der starke Zug hier lautet Springer D5. Greift den C7 an, droht hier natürlich eine tödliche Gabel. Und die Pointe ist natürlich, wenn Schwarz den Springer schlägt, dann öffnet sich hier die Linie für den Turm. Und das ist hier schon deutlicher Vorteil für Weiß, weil Schwarz hier nicht zur Rochade kommt. Und ich habe hier simple Züge, um den Druck auf den Springer zu erhöhen. Halt, ne? In der Partie ging Schwarz zurück nach D7, ist vernünftig. Läufer G5, bester Zug, greift den E7 an. Hier muss Schwarz vorsichtig sein. Springer G6 ist richtig, muss weg. Auf keinen Fall auf D5 tauschen, weil das öffnet die E-Linie für den Turm. Was passiert auf F6 hier? Das ist simple Taktik. Wie gewinnt hier Weiß? Ganz einfach mit Läufer schlicht F6. Problem ist, G schlicht F6 geht natürlich nicht wegen Springer schlicht F6, das ist die Dame weg. Und ja, was soll Schwarz machen? Läufer schlicht D5 geht noch, aber dann kommt Läufer schlicht E7, schöner Zwischenzug. Und hier steht Weiß einfach besser. Ne? Wenn die Dame nimmt, geht natürlich nicht wegen E schlicht D5 und dann ist die Dame weg. König schlicht E7 kommt auch E schlicht D5 Schach. Die Stellung ist einfach gut für Weiß. Deswegen hier Springer G6 aus dem Angriff weggehen. Und jetzt hier Turm AD1. Die Stellung spielt sich von alleine. Das ist so ein bisschen noch das Prinzip beim Evans Gambit, viele Stellungen spielen sich so ein bisschen von alleine für Weiß, wenn man erstmal so eine Angriffsstellung bekommt. Leider muss man sagen, dass Schwarz natürlich auch über gute Verteidigungsmöglichkeiten verfügt in den Hauptvarianten. Okay, hier ging es weiter mit Dame C6. Und jetzt hier ein ganz starker Zug H4. Droht H5 mit Angriff des Springers und H6, um diese Struktur hier zu demolieren. Schwarz spielte F6. Und jetzt hier meine einzige Ungenauigkeit in dieser Partie, nämlich H5. Mit Angriff auf den Springer. Gegenangriff. Ja, Stockfisch zeigt hier nach Läufer E3 großen Vorteil an. Ist aber nicht so leicht zu erkennen, warum. H5, Springer E5.
Zum Glück spielt Schwarz hier Springer E5, das ist auch ein Fehler. F schlicht G5 ist stark, H schlicht G6 und hier Turm schlicht A2, Dame C1. Und hier gibt es einen Zug für Schwarz, der in dem Spiel lädt, und zwar Dame C5. Droht hier, mich matt zu setzen. Deswegen Turm D4. Und die Stellung ist ausgeglichen. Ist immer noch nicht einfach, aber Stockfisch sagt erstmal ausgeglichen. Nun gut, gehen wir zurück zu der Partie. Springer E5, die dauert dann nicht mehr lange. War ja auch eine Schnellpartie. Läufer F4, Turm schlicht A2, Dame C1. Es droht Springer B4 mit dieser Gabel hier. Deswegen nimmt Schwarz jetzt hier raus. E schlicht D5, Dame C5. Droht diese Geschichte wieder hier. Läufer E3. Und hier kommt der große Fehler von Schwarz. Statt Dame C4, wonach Weiß besser steht, mit Ideen wie Läufer D4 oder H6, spielte Schwarz Dame A3. Und hier seid ihr wieder gefragt. Taktik, Taktik, Taktik. Rechnen, wie gewinnt hier Weiß Material? Beruht auf der Tatsache, dass der schwarze König immer noch in der Mitte steht. Ganz einfach mit Dame schlicht A3. Turm schlicht A3 und jetzt F4. Und hier gab Schwarz auf in dieser Schnellschachpartie, weil, ja, wenn der Springer wegzieht, kommt Läufer C5 Schach. Sagen wir mal Springer C4 hier, Läufer C5 Schach und ich gewinne hier eine Qualität. Ja, man hätte das vielleicht sogar noch weiterspielen können, aber mein Gegner gab auf. Kommen wir zurück zu unserer Partie, zu unserer Community-Partie. Ihr seht also, ich habe so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dieser Variante, sogar bis zu diesem, bis hierhin sogar. Ihr habt Dame A4 gespielt hier, nicht Dame B5, was mein Gegner in der Schnellschachpartie gespielt hat. Gut, nach Dame A4 muss ich meine Dame ziehen. Dame D3. Springer F6. Logischer Entwicklungszug, ihr greift den Bauern an und bereitet die kurze Rochade vor. Hier hat Weiß zwei Züge, mit denen er versuchen kann, hier Probleme zu stellen. Ich spielte Läufer G5, entwickle den Läufer und greife den Springer an. Das sieht sehr logisch aus. Die zweite Möglichkeit ist hier Dame G3. Das hatte ich im Vorfeld analysiert. Allerdings endet diese Geschichte sehr schnell in einer total ausgeglichenen Stellung. Hier drohe ich matt, aber das wird abgewehrt mit Springer H5, Dame G5, F6, Dame schlicht H5, F schlicht E5 ist eine Variante. Und hier kann ich das Remis forcieren mit Läufer schlicht G7, König schlicht G7, Dame E5 Schach. Und das ist ein Dauerschach hier. Zum Beispiel nach König A8, Dame schlicht E5, König nach G8, Dame G5. Wenn Schwarz rausrennen möchte über die F-Linie, hier muss er aber aufpassen. Er darf nicht auf die D-Linie wegen Turm D1 Schach. Deswegen König G7, F7 zurück und das endet hier mit einem Dauerschach. Das wusste ich alles und deswegen spielte ich Läufer G5 und habe gehofft, die Partie so ein bisschen am Laufen zu halten. Aber ihr seid auf der Hut, spielt die besten Züge. Dame schlicht E4, nehmt den Bauern. Natürlich darf ich die Damen nicht tauschen. Dame B5 Schach, C6, bester Zug, C6. Alles andere ist schlecht. Natürlich nicht sowas wie Läufer D7, wegen Springer schlicht D7 und dann kommt Turm E1 und gewinnt die Dame für Weiß. Springer D7 natürlich genauso wenig, ne? Wegen Turm E1 und dann gibt es Probleme auf der E-Linie. Nein, C6 ist super logisch, weil es meine Dame angreift. Dame schlicht B6, ich bekomme meinen Bauern wieder. Natürlich dürfte jetzt nicht Dame schlicht E5 machen, wegen Turm E1 und die Mama ist weg. Dame F5 hier mit Doppelangriff geht auch nicht, wegen Springer schlicht C6. Es droht matt, Turm E1 hier. Und wenn ihr den Springer nimmt, dann kommt hier Schach, ne? Und dann hängt hier der Turm. Nee, Dame F5 ist auch Quatsch. Kurze Rochade. Habt ihr gespielt? Das ist auch der richtige Zug. Natürlich nehme ich jetzt hier den Springer, Läufer schlicht F6, G schlicht F6. Schwäche hier die Bauernstruktur bei Schwarz. So, und hier bin ich abgewichen vor der Vorgängerpartie. Es gibt hier eine Partie zwischen zwei russischen Großmeistern aus dem Jahr 2018. Semen Lomasow und Igor Lissi. Hier setzte Weiß fort mit Turm AE1. Dame D5, Springer F3, Turm schlicht A2 und Dame C7 habe ich hier analysiert für meinen Patreon-Beitrag und sage, okay, Weiß hat hier Kompensation für den Bauern, aber mehr auch nicht. Das Problem ist, die Stellung ist relativ überschaubar. Drei Figuren sind abgetauscht und eigentlich sollte sowas objektiv betrachtet in einem Remis enden, wobei natürlich Probleme gestellt werden können noch. Und tatsächlich war es so, dass in der Turnierpartie damals der Weiße gewonnen hat.
Gut, ich bin abgewichen hier und spielte Springer F3. Warum habe ich das gemacht? A, ich wusste, dass der Zug gut spielbar ist. Plus, ich hatte gehofft, dass sie hier nicht den besten Zug findet in der Mehrheit. Tja, aber ihr habt hier den besten Zug gefunden. Es gibt hier viele Möglichkeiten, ne? Der Läufer ist nicht entwickelt, der kann nach E6, ne? Der kann nach G4, vielleicht ist König H8 eine Idee. Aber ihr habt hier Läufer H3 gespielt tatsächlich, den besten Zug. Und zwar mit ziemlich großer Mehrheit, 150 Leute knapp. Genauso viele Leute oder etwas mehr Leute votierten auf 5 andere Züge noch. Aber Läufer H3 ist sehr stark. Ich darf natürlich nicht nehmen, das ist Quatsch wegen Dame schlägt F3 und dann habe ich ein Riesenproblem hier mit dem König. Und es droht auch sowas wie Läufer schlägt G2 oder Dame G4. Der einzige Zug, der vernünftig spielbar ist, ist Springer E1, um den Bauern G2 zu decken. Jetzt ist der Läufer H3 angegriffen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel die Züge wiederholen mit Läufer E6, wenn man zurückgeht. Dann müsste ich wahrscheinlich Springer F3 wieder ziehen und hier Läufer H3. Wäre eine Möglichkeit, die Züge zu wiederholen. Statt Läufer E6 wähltet ihr aber mit relativ großer Mehrheit, oder? Ja, nee, stimmt gar nicht. Knapp 200 Leute votierten für König H8 hier, während knapp 160 Leute für diesen Zug votierten. Aber König H8 sieht natürlich logisch aus. Ihr wollt Turm G8 spielen, dachte ich zumindest, um mich hier anzugreifen. König H8 könnte die einzige Ungenauigkeit sein von Schwarz in dieser Partie. Leichte Ungenauigkeit. Es ist kein Fehler. Es ist kein Fehler. Aber man sieht dann, dass Stockfisch dann so ein bisschen für Weiß ausschlägt. Hier geht es weiter mit F3 natürlich. Ja, was sonst? Greift die Dame an. Macht das Feld frei für den Turm, prophylaktisch gedacht, damit der Turm die zweite Reihe auch überdecken kann. Dame G6, einziger Zug. Sonst verliert Schwarz den Läufer, fesselt hier den Bauern. Dame schlägt B7. Weiß hat erstmal einen Bauern gewonnen. Na? Und hier hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass ich durch die Asymmetrie, naja, was ist Asymmetrie, aber auf jeden Fall durch den Materialvorteil, vielleicht hier auf Gewinn spielen kann. Und aber jetzt kam überraschend, also hier muss ich sagen, habe ich eher mit Turm G8 gerechnet, ja, weil ihr habt ja König H8 gemacht, aber man sieht hier so ein bisschen, dass das Voting irgendwie so Zug für Zug kam. Oder ihr habt euch einfach anders, es euch anders überlegt, Turm G8 mit Angriff auf den Bauern G2. Allerdings steht hier Weiß besser nach Turm F2. Ja, ich hatte noch Turm AE8 hier gerechnet, kann ich mich erinnern, mit der Idee auf E1 zu schlagen und dann auf G2. Aber dann kommt die Dame zurück nach B2. Weiß hat sich konsolidiert, deckt alles und der A-Bauer dürfte das Rennen machen hier für Weiß. Nach Dame schlägt B7 kamen auch andere Züge, mir einige Züge genannt. Letztendlich gab es aber eine Mehrheit für Läufer E6, den Läufer wieder zurückzuziehen. Was wahrscheinlich auch der beste Zug ist. Ihr greift hier meinen Bauern an. Und das ist jetzt hier eine sehr interessante Stellung. Hier habe ich ich glaube, das erste und einzige Mal irgendwie so 10, 15 Minuten nachgedacht über die Stellung, weil hier bin ich natürlich auch auf Neuland. Die kenne ich nicht, die Stellung. Und da habe ich halt, mein erster Gedanke war Turm F2 hier. Ohne groß nachzudenken, dachte ich nur, Turm F2, das muss der Zug sein. Prophylaktisch gedacht. Zweite Reihe überdecken, den Bauern decken, das muss doch gut sein. Kandidatenzug ist natürlich hier auch Dame schlicht C6. Dame schlicht C6 gefiel mir aber einfach nicht, wegen Turm FC8. Dame E4. Und hier dachte ich einfach, dass Schwarz zu aktiv steht. Okay, Turm schlicht C3 geht nicht, weil die Dame den Turm angreift. Der Computer zeigt hier Turm A3 mit totalem Ausgleich an. Turm A3 hatte ich gar nicht auf der Pfanne, wenn ich ehrlich bin. Schwarz steht einfach unfassbar aktiv hier. Also ich kann meine Bauern sowieso nicht alle halten. Das, was ich berechnet hatte, war Dame schlicht E4, F schlicht E4, Turm schlicht C3, Turm schlicht F6 und jetzt Turm schlicht A2, Turm schlicht A2, Läufer schlicht A2. Auch wenn Weiß hier einen Bauern mehr hat, denke ich, dass das eigentlich Remis ausgehen sollte. Und da mir das hier ein bisschen zu wenig war zu dem Zeitpunkt, entschloss ich mich nach Läufer E6 den A-Bauern nach 10, 15 Minuten Nachdenken nach vorne zu schieben. Der Zug gefiel mir letztendlich, weil ich dachte mir, oh, klar, Freibau nach dem Motto Freibauern müssen laufen, schickt das Ding einfach nach vorne. Vielleicht schaffe ich es ja, ihn nach
A7 zu bringen, den Gegner einfach komplett, ja, die gegnerischen Figuren zu binden und hier einen großen Vorteil zu haben. Aber, Pustekuchen, ihr habt jetzt einen Zug gespielt hier an der Stelle, den ich, ehrlich gesagt, in meinen Berechnungen übersehen habe. Ich habe hier mit allerlei gerechnet. Ich habe vor allen Dingen Turm B8 gerechnet, Läufer D5 habe ich gerechnet, um den Bauern zu decken, Druck zu machen auf der Diagonale mit der Idee Turm B8. Alles Züge, die spielbar sind. Aber tatsächlich das Beste, was es hier gibt, ist, und das haben 100, knapp 120 Leute, ne? Haben dafür votiert, während 30, 60, ja, ähnlich viele Leute andere Züge genannt haben, aber 120 Leute hier Dame G5 ausgepackt. Sehr, sehr starker Zug, der mich überrascht hat, wenn ich ehrlich bin. Was ist die Idee des Zuges? Kann ich in dem Moment noch gar nicht sagen. Die Dame wird einfach verbessert. Werden wir gleich sehen. Ich spielte jetzt Turm F2. Logischer Zug. Ich wollte auf C6 immer noch nicht nehmen, weil Schwarz bekommt ja immer den Baum im Prinzip zurück. Und jetzt Dame E5. Das ist die Pointe. Also das ist hier diese Sequenz hier. Dame G5 und Dame E5 ist bombastisch stark. Die Dame wird zentralisiert und greift den C3 an. Und steht hier einfach unglaublich gut auf E5. Und hier ist mir klar geworden, so, hier habe ich ja gar nichts mit Weiß. So, ne? Und, oder zu wenig. Der beste Zug jetzt hier wäre gewesen aus weißer Sicht Dame B4. Ich habe den nicht wirklich in Betracht gezogen. Und wenn ich ehrlich bin, wegen C5. Aber es gibt eine Kleinigkeit. Wenn ich C5 provoziere und dann nach B2 zurückgehe, gibt es eine Nuance, die zeige ich euch. Und zwar, wenn der Bauer auf C5 steht, dann kann ich mit Springer D3 hier den Bauern und die Dame gleichzeitig angreifen und eventuell den Bauern gewinnen. Das zeige ich euch gleich in der Variante, in einer anderen Variante. Gut, nach Dame B4, der Computer zeigt auch nicht C5 an, sondern Turm FB8 hier. Das hätte mich aber gefreut, weil dann hätte ich damit D4 gemacht, die Damen getauscht. Gut, nach Turm B4, A5, Turm schlägt D4, Turm C2, Turm D5, A6, C5, ergibt sich aber auch eine ausgeglichene Stellung, wenn man ehrlich ist. Okay, ich habe hier einen schönen Freibauern, aber Schwarz hat auch einen Freibauern. Das wird auch im Remis enden. Nun gut, ich spielte nach Dame E5, weil ich natürlich auch Turm FB8, ja, nee, ich wollte den C-Bauern decken, ging ich zurück nach B2. Dame schlägt C6, kommt natürlich Turm FC8. Also Dame B2, Turm FB8, habt ihr gespielt mit großer Mehrheit, logisch. Dame C1, Turm B3, greift den Bauern an. Ja, und hier war mir klar, hier ist nicht mehr viel drin. Springer D3, greift die Dame an. Natürlich kann ich kann den Bauern nicht mehr vernünftig verteidigen. Wenn Turm C2 kommt, kommt Läufer F5 mit Angriff auf den Turm. Der muss weg und Schwarz schlägt den C3. Turm C2 ist Quatsch. C4 ist noch eine Idee. Aber hier zeigt Stockfisch sogar nach Turm AB8 einen Vorteil für Schwarz an. Ich dachte eigentlich eher an Läufer schlägt C4 und Generalabtausch, Dame schlicht C4, Dame schlicht A1, Dame schlicht B3, Dame schlicht E1, Turm F1 und dann Dame zurück. Beide Seiten haben 4 Bauern. Ach, das wird bald Remis. Turm B3, Springer D3, Dame schlicht C3 und hier Springer C5. Ganz wichtiger Zug. Und hier ist der Unterschied. Wenn ich den C-Bauern nach C5 gelockt hätte, hätte ich in dieser Variante, wenn es so gekommen wäre, mit der Abfolge, den C-Bauern gewonnen. Ja, deswegen war Dame B4, zwei Züge vorher, etwas genauer. Dame schlicht C1, Turm schlicht C1. Die Stellung ist jetzt total ausgeglichen, da gibt es nichts mehr zu spielen eigentlich. Turm B6 zurück. Ja, ihr könnt auch andere Züge hier machen, hättet ihr machen können. Turm B6 war jetzt auch nicht die große Mehrheit. Turm E3 wurde auch genannt, Turm A3, ja, oder Turm B4. Viele von den Zügen funktionieren genauso. Turm B6. Das ist jetzt eine Stellung, wenn ich jetzt eine Online-Blitzpartie spielen würde gegen einen schlechteren Gegner, dann würde ich das hier noch irgendwie versuchen, noch zu spielen halt. Ne? Irgendwie noch. Aber dann weiß ich halt, es ist ein paar Minuten zu Ende. Aber Leute, ich mache jetzt keine 20 Videos mehr hier für auf meinem YouTube-Kanal und spiele dieses ausgeglichene Endspiel weiter. Das wäre für mich persönlich, wäre das Zeitverschwendung. Viele von euch würden gerne so ein Endspiel vielleicht noch üben. Baut es euch mit Leeches auf, spielt es gegen Stockfisch, übt es dort. Aber für mich ist es Zeitverschwendung, jetzt hier noch 20 Videos zu produzieren, wo wir noch irgendwelche Züge machen, von denen ich weiß, dass sie am Ende sowieso zum gleichen Ergebnis immer führen.
Deswegen habe ich die Sache hier forciert. Ich denke, Turm D2 oder Turm E2 ist interessant hier noch, ja, um eventuell noch Probleme zu stellen. So ein bisschen mehr als in der Partie, aber letztendlich ist es auch ausgeglichen ohne Ende. Ich habe die Ereignisse forciert mit Springer schlicht E6, F schlicht E6, Turm FC2. Ihr habt jetzt den Bauern genommen hier auf A4. Ich nahm den Bauern auf C6. Botremian und ihr habt dieses ausgeglichene Turm ins Spiel dann in wirklich großer Mehrheit mit einem Remis angenommen. Ja, was will man noch hier spielen? Man kann hier die Türme tauschen. Es sieht so aus, als ob ich hier vielleicht einen Bauern gewinne, aber das geht nicht. Moment. Schach. Schach. König G3 und dann geht der Turm nach E2. Meine Güte. Turm E2 und deckt den Bauern einfach. Ne? Deckt den Bauern. Übrigens, König dahin macht ja keinen Sinn, ne? Weil dann hängt der Bauer hier. Ne? Es ist total ausgeglichen. Sogar wenn ich den E-Bauern gewinnen würde, Schwarz würde den König hier hinstellen und auch das wäre Remis. Ne? Also auch wenn ich einen Bauern gewinnen würde, theoretisch. Nein, für mich war das definitiv hier zu Ende. Gab keinen Grund mehr weiterzuspielen. Ja, ich bedanke mich bei allen, die hier mitgemacht haben. Das ist die Endstellung hier. Bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. 33 Züge bei den ganzen Dezember. 1. Januar war die Partie vorbei, glaube ich, oder 2. Januar. Und ich denke, viel von euch hat es Spaß gemacht. Zumindest ist das den Kommentaren zu entnehmen. Ob ich das so in der Form nochmal wiederhole, weiß ich nicht. Wer mich inzwischen kennt in diesem Projekt, weiß, dass ich gerne immer wieder neue Dinge ausprobiere. Mal gucken, was es nächstes Weihnachten gibt. Aber bis dahin haben wir noch viel Zeit, oder? Das ganze Jahr steht noch vor uns. Ich hoffe für mich, für euch, dass es gut läuft. Bleibt gesund und bis bald.